Ja, ich grüße alle, die heute mich zuhören und sehen werden. Unser heutiges Thema in Syrien. Ja, Syrien war ein schönes Land. Heute ist leider ein Kriegsfeld geworden. Traurig, wenn man die Geschichte Syrien kennt und dass es zu dieser Lage gekommen ist. Und 2007 habe ich so viele Menschen, Flüchtlinge getroffen, dass bis jetzt mein Herz schmelzt wegen der Geschichten, dass ich über deren Erlebnisse gehört und gesehen habe. Beispiel, diese Frau, ich habe sie in Aleppo getroffen. Sie hat mir erzählt, sie und ihre Tochter, beide, ihre Tochter 7 Jahre alt und sie 40 Jahre, beide wurden entführt von damaliger Jabhat al-Nusra, also Vorgänger von ISIS. Diese Flüchtlinge, diese Thema in der Zeit waren nur Christen, die unterm Drohung und Entführung, Vergewaltigung, Enteignung des Islamisten gewesen sind. Diese Frau erzählte mir, die haben sie und ihre Tochter entführt und versucht, sie zu vergewaltigen, hat sie versucht, sich zu wehren. Aber sie konnte nicht, weil sie so viele mit Stöcke auf ihre Kopf geschlagen haben, dass sie dann später so Art ohnmächtig fiel und später richtig dicken Kopf hatte, geschwollene Kopf von den Wunden der Stöcke. Und natürlich haben sie und ihre Tochter beide vergewaltigt vor ihrem Mann und Vater dieses kleines Mädchen. Können Sie das vorstellen, wie schwierig das ist für Mann und für die Betroffenen? Das ist Beispiel eine Geschichte. Die andere Geschichte, ich habe eine Frau in Jaramana in Damaskus getroffen. Diese Frau, ältere Dame, an der Nähe von 70, ihre 6 Kinder, 4 Söhne, 2 Töchter, Mann alle vor ihre Augen enthauptet und sie war allein geblieben. Sie hat nur noch ihren Sohn, ein Enkelkind gehabt, noch so paar Jahre alt. Sie war bei ihr einzigste von ihrer Familie am Leben geblieben. Und sie hat mir auch ihre Geschichte erzählt, dass man, also bis jetzt meine Gedanken von 2008 bis heute, ich denke an diese Frau, wie sie aushält, dass vor ihren Augen ganze Familie enthauptet ist. Dann die Geschichte mit den Frau, die war schwanger, die wurde auf ihre Rücken getrampelt, ihrem Mann vor ihre Augen enthauptet. Und dass sogar ungeborene Christen dürfen nicht geboren werden. Also es gibt tausende solche Geschichten, wenn ich dran denke, jeder einzelne. Damals habe ich 218 jungen Mädchen, die entführt, mit Lösegeld befreit wurden, aber vergewaltigt waren, mit denen gesprochen haben, die auf meine Schultern geweint. Alle natürlich Christen. Die Jüngste mit 5,5 Jahren missbraucht. Da haben wir versucht, was wir durch unsere Stiftung tun können. Wir haben versucht, Mieten zu zahlen. Schwerpunkt war das Mieten, weil die Leute haben nichts gehabt. Die meist haben mit Lösegeld ihren Verwandten gezahlt, was sie hatten. Dann haben wir Therapiegespräche geführt, dann haben wir direkte Nothilfe, was sie brauchen, also zum Essen, Nahrungssäcke verteilt, Decken verteilt, Matratzen verteilt und so in verschiedenen Städten. Wir hatten 4 Vereine in Syrien, Aleppo, Hasake, Kamishlo und Jaramana, Syrien. Durch diese Vereine konnten wir tausende christliche Bedürftige unterstützen, helfen in verschiedenen Bereichen, aber auch Medizin. Ja, und hier nochmal sage ich Danke allen Spender, allen Helfer von Anfang bis heute. Also die syrische Bevölkerung, Schwerpunkt, jetzt sage ich Christen, die leiden, weil die wieder zwischen den 2 Rädern geraten sind. Die Schias und Sunnis, überall, war genau in der Türkei, genauso in Irak, genauso in Syrien.
die kämpfen einander und die Fanatiker haben Gelegenheit, die nutzen diese Gelegenheit aus und die rotten die Christen oder die Minderheiten aus zwischen denen. Dann haben die Chancen einfach, die nutzen das aus. Die sind schlitzohrig. Und so genau wieder die Christen in Syrien leiden, obwohl vom staatlicher Seite im Moment der Held zu Christen oder zu Minderheiten, aber bis wann und bis wo und wenn er entführt wird oder weg ist vom Bildschirm, der jetzige Präsident, dann die Christen haben die letzten Minuten, haben letzte Sekunden, sage ich. Die werden vernichtet total, da bin ich sicher jetzt, was auf sie zukommt. Und daher, wir wissen gar nicht, ich wünsche nur Frieden, dass das friedlich ein Weg gefunden wird für das syrische Volk. Und jetzt in Afrin gibt es diese Streitigkeiten, weil das eine fließende Ölquelle gibt, wie ein Fluss. Das ist das Problem, dass in Afrin jetzt da gekämpft wird. Wir wünschen auf jeden Fall Frieden und danke nochmal für die Unterstützung. Und wir stehen an der Seite von syrischer leidender Bevölkerung weiter. Wir brauchen ihre Unterstützung. Wir versuchen jetzt beispielsweise einen Kindergarten in Nordsyrien für die christlichen Kinder, die hinterblieben sind, zu bauen. Wir vielleicht sogar ein Frauenhaus. Das ist in Zukunft. Wir haben Programme, Pläne. Wir brauchen ihre Unterstützung. Dankeschön.